Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus mit einem neuen Destiny-Video und ich befinde mich hier in der Spielersuche Konflikt und möchte jetzt mal die neue Spielersuche ausprobieren, denn gestern gab es ein kleines Update von Bungie, so ein kleiner Patch, der aufgespielt wurde und somit wurde die neue Spielersuche, die vorher nur in Kontrolle aktiv war, jetzt auf den kompletten Schmelztiegel ausgebreitet und ja, alle Spielmodi haben jetzt diese neue Spielersuche drin, die dafür sorgen soll, dass ja, es nur noch mehr stark nach Verbindung geht und nicht mehr so wie vorher, mehr auf, wo es danach ging, ja, skillbasiert zu sein, auf, dass du Gegner findest, die auf dem gleichen Niveau spielen. Und da gab es ja viele Probleme mit der Verbindung. Das soll jetzt geändert werden. Wir spielen auf Memento, Konflikt hier. Ich spiele übrigens als Jäger, Klingentänzer. Kann ich hier nochmal schnell zeigen. Also Klingentänzer, na komm, lade, da mit der Tarantella. Doktrin des Sterbens, Steelpiercer und die Wahrheit spiele ich heute. So, und ja, angekündigt wurde von Bungie, Spielersuche nach Verbindung, also Priorität Verbindung, damit wirklich jeder gut spielen kann. Und Leute mit schlechter Leitung sollen jetzt benachteiligt werden. Das habe ich ja auch alles schon im Video gesagt, wo ich Kontrolle-Modus gespielt habe. Aber jetzt soll es halt in jedem Spielmodus so sein. Da ja, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ach, dann kommt der andere. Der auf dem Dings auf der Schräge hat sich gar nicht mehr gezeigt. Der hockte da. Hat aber hat nicht seinen Kopf gezeigt. Ey. Warum ist er da überhaupt hingegangen? Da war er wieder. Da war er wieder. Stehen die jetzt alle nur da hinten um snipen oder was? So. In Führung. Wieso hat er der noch volles Leben? Wieso hat meine Granate den nicht ein bisschen beeinträchtigt eigentlich? Die muss ihn doch eigentlich hinterhergeflogen sein. Jetzt hingelatscht? Da hinten. Wo will er hin? Er rennt wieder zurück. Was ist denn los mit euch, Leute? So, den hast du davon. Den darfst du sogar behalten. Ah, meine Waffe ist leer. Yo, nicht schlecht der Schuss. Er hat meinen Körper getroffen. War ich echt angeschossen? War kein Headshot, den er mir gegeben hat. Ja, unten und oben. Ah, jetzt holen die da alle ihre Sniper raus. Das war schon wieder kein Headshot. Was ist denn los? Wieso sterbe ich die ganze Zeit durch Körpertreffer? Ah, da ist einer. Schnell mal runter hier. Weg mit dir. Schnapp sie hier. Führung abgegeben. Jawoll. Führung abgegeben, na toll. 37 Sekunden hier, bis Munition kommt. Schwere Munition kommt. Ja, schwere kommt jetzt. Oben sind Sniper. Kommt nicht runter. Ja, mit der Dawn jetzt. Was? Hat er die Waffe gewechselt, der Typ? Ich glaube, der hat eben die Runde, die davor, wo er mich erwischt hat, mit einem Falkenmond gespielt. Komm schon, lass mich jetzt hier. Danke. Na, jetzt haben die Schwere, das ist nicht gut. Und ich habe keine. Wer hat den gekillt? Ich weiß nicht. Oh, hätte ich wieder mit langem Weg gemacht. Aber diesmal war es wenigstens ein Headshot. Das ist in Ordnung. Der typische Snipergang hier, ey. Wo war der eigentlich? Jetzt scheint er weg zu sein. Hier drin ist einer. Unsichtbarer.
Dankeschön. Arkus Klinge. Alter. Na, wieso kein Headshot? Ja, der T-Bag die ganze Zeit, der Titan, ne? Er fühlt sich so geil mit seiner Dawn und sowas. Ist ja nicht so, dass der mich jetzt die ganze Zeit hier voll ausspielen würde. Nein, die stehen da zu zweit nebeneinander und schießen zu zweit gegen mich. Und er fühlt sich als Geilster. Weil er den letzten Schuss abgegeben hat. Bam, Junge. Bogen. Ah, da kommt er schon wieder. Nee, es war da, glaube ich, ein anderer, oder? Ah, ach. Ich muss mir die Namen merken. Ist aber eigentlich scheißegal. Also spielerisch ist aber doch in Ordnung. Also man stirbt zwar hier durch Sniper wie immer. Hey! Ach, der andere hat mich. Ich habe den Titan auch mitgenommen. Dann killt mich der andere. Schade. Okay, der Titan ist da noch einer hier. Sag mal da. Okay. Oh, Hammer. Bam, Junge. Jetzt kannst du teabaggen, Alter. Das war der sogar. Das war der sogar. Hammer für den Arsch. Werde ich jetzt nur sagen. Einer ist hier hinter mir. Dreifach-Kill, meine Freunde. Okay. Ja, Nova-Bombe hier drin in dem Raum, ey. Übertreib's doch. Übertreib's doch. Führung verloren schon wieder. Jetzt habe ich meine Genugtuung. Hab den schön, den Titan in seiner super Headshot gegeben, der mich der T-Bag und sowas alles möglich gemacht hat. Du hast schwere Munition. Du warst nicht genug dran. Alter, Teleport hier reinzukommen, ist auch nicht so das Einfachste hier. Es gibt so einige Ecken und Kanten, wo wenn der Jäger da mal hängen bleibt, das ist total nervig. Der hat überlebt, genau. Wow. Doppelkill! Bin aber gestorben. Boah. Nein. Nur noch 5 Minuten. Arkus Klinge kommt dann, eine feindliche schon wieder. Okay, der ist down, der ist down. 5 Sekunden bis zur Mundi hier. Komm schon, schneller. Danke. Na, wo sind sie jetzt? Da ist ein Snipe. Ah, scheiße. Na, der oben ist weggegangen. Ich hab nur wieder nur noch einen Schuss. Wie schnell dieses Sniper halt einfach leer ist hier. What? Nicht getroffen? Was macht der denn da? Hilfe, hinter mir! Ich hab meine Waffe nicht nachgeladen. Der ist tot. Und ich hab überlebt! Danke für meine an die Teamkameraden, ey. Weil ich mich die ganze Zeit rumteleportiert habe, konnte ich nicht nachladen, die Waffe. Ich hatte nix. Ich wollte den mit Nachkampf machen, versuchen. Ganz schön riskant gewesen alles. Eine Niederlage steht bevor. Ich will keine Niederlage haben. Ah, jetzt rennen die weg. Boah, was war das denn? Ja, da hat die Arkus-Klinge wieder nicht getroffen. Der letzte Schlag, der hätte ihn auch noch erwischen müssen. Wieder dann ins Nichts geschlagen. Ich hasse das so in der Arkus-Klinge. Ja, 2-Variante. Die ist so schlecht.
Komm schon, schaff ihn her. Ah. Schwere Munition kommt. Wir haben verloren, ey. Na, T-Bagst du mich jetzt wieder? Immerhin habe ich dir vorhin deinen Hammer super versaut. Wir haben verloren, Leute. Aber es ist wieder ganz gut spielbar, oder? Ich habe jetzt kein verbindungstechnisch nichts gemerkt, eigentlich. Ab und zu war hier und da mal so ein Kill ein bisschen verzögert. Ja, guck mal, mit so einem Team kann ich auch nicht gewinnen, ey. Das ist geblieben. Guck mal, 0,4, 0,3, 0,8, 0,7, 0,8. Und ich bin hier oben. 20 Kills. Schade, ey. Habe sogar die meisten Punkte im Spiel, 2600. Und der mich geteabagt hat, der ist schlechter als ich. Hat zwar einen Kill mehr, aber weniger Punkte. Also, ne? Wer teabagt hier? Du Opfer, Alter. Jemand, der mich teabagt, den kann ich auch Opfer nennen. Weil das gehört sich einfach nicht. Das ist meiner Meinung nach auch asoziales Verhalten, hier Leute zu teabaggen in einer Runde. Wenn man sich dann als Geilster fühlt oder sowas. Ich hätte ihn auch teabaggen können, als er den Hammer aktiviert hat und ich ihm dann einen Headshot gegeben habe mit dem Sniper, hätte ich ihn auch teabaggen können, aber wozu? Er ist tot. Ich habe ihn seine Super versaut, das ist Demütigung genug. Da muss ich da nicht nur rumtanzen wie so ein Affe, weißt du? Ich bin doch kein kleines Kind mehr, der hier teabaggen muss. Also, Spielersuche finde ich gut. Das war jetzt mal Konflikt. Ich habe eine ganze Zeit lang kaum Konflikt gespielt, außer wenn es hier in der täglichen drin war. Da haben wir jetzt aber gerade Bergung drin. Weil es hat einfach keinen Spaß gemacht. So, und jetzt wieder mehr auf Verbindung zu achten in der Spielersuche, weniger auf darauf, dass man gegen Leute spielt auf dem gleichen Niveau, dass es so ein guter Misch ist. Es ist ja nicht so, dass die Gegner jetzt schlecht waren oder so. Es ist halt ein guter Mix. Man hat gute und schlechte Gegner im Gegnerteam, aber die Verbindung läuft. Und das war das Wichtigste. Die Verbindung in Destiny, die hat einen das Spielspaß so versaut. Und jetzt geht's wieder. Also, das war eine Runde Konflikt mit meinem Jäger auf Memento 20-13 gespielt hier. Mein Team war auch dabei. Also, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Ja, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.